Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der Eisenkoloss anzunehmen bei Bergfels der Steinformer. In der Sturmgipfel, an dieser Position. Vorquest war das Herz des Sturms. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Ich denke aber, das Video hilft euch auch in WDLK Classic. Hier ist der Eingang zu dieser Höhle, wo ich die Quest angenommen habe. Und wir müssen einen Eisenkoloss töten. Alles klar. Wir müssen erstmal hier in dieses Gebiet. Und in diesem Gebiet können wir hier mit diesem Item ein Wurm übernehmen oder steuern. Hier an dieser Position ist das Jormungar Kontrollkugel. Wichtig, das hilft euch. Wie es aussieht, ist es keine Gruppenquest. Sollte also alleine funktionieren. So, jetzt habe ich die Fähigkeit Untertauchen. Mit der Fähigkeit Untertauchen bewegt ihr euch. Dann haben wir Jormungar-Stoß. Ein heftiger Angriff. Okay, und Säureatem. Alles klar, also fangen wir mit 1 an. So können wir uns bewegen. Also wir sind untergetaucht. Und jetzt haben wir die Fähigkeit Auftauchen. Die anderen zwei Fähigkeiten sind weg. Und das ist dieser Eisenkoloss. Der patrouilliert hier ein bisschen in diesem Gebiet. So. Nun drücke ich die 1. Damit tauche ich auf. Und jetzt kann ich ihn angreifen. Ihr seht, ich kann ihn mit 2 Schlägen töten. Wenn ihr die Quest in WOTLK Classic macht beim Leveln, dauert es, soweit ich weiß, ein bisschen länger. So, Quest ist bereit zur Abgabe. Jetzt können wir zum Beispiel diesen Knopf hier drücken, verlassen, aufmounten und ab zur Questabgabe. Sollte in WOTLK Classic was anderes sein oder dass er besonders schwer ist, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare posten und wie ihr das Problem gelöst habt. Eventuell helft ihr somit anderen Spielern, die würden sich freuen. So. Quest ist abzugeben bei Bergfels der Steinformer. In der Sturmgipfel, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!